Okay, also, nächster Auftrag. Je suis fatigué. Er ist müde, der Arme. Nee, da haben wir jetzt keine Zeit für. Für müde ist nicht die Zeit. Also, pass Déjeuner, auf. N'est pas? Pass auf. Ja, ich pass auf. Was sagt er? Ich habe die Geologie dieser Welt streng nach den Regeln der Alchemie studiert. Vieles davon ist seltsam, aber nichts ist seltsamer als die Schicht aus hartem Gestein, bei der es meinem Assistenten nicht gelungen ist, sie zu durchbrechen. Vielleicht ist er nicht stark genug oder es gibt etwas möglicherweise sehr Interessantes darunter, das für uns nicht darauf zugreifbar gemacht werden soll. Egal was darunter ist, ich habe vor, das zu ändern. Mhm. Bist du für diese harte Arbeit bereit, Käsebrotfreund? Ich bin bereit. Du bist bereit? Ich bin bereit. Okay. Und weiter geht's. Bevor wir versuchen können, diese Schicht zu durchbrechen, müssen wir erstmal einen Weg dort runtergraben. Käsebrotfreund, ich will, dass du ein Loch bis zum untersten Ende der Welt gräbst. Okay. Es ist mir gleich, wo du gräbst, aber ich brauche einen mindestens 5x5 Meter großen Bereich, wo das Sonnenlicht direkt auf dieses Grundgestein scheint. Aber okay. Keine Angst, du musst das Loch nicht mit der Hand ausheben, na Gott sei Dank. Gehe zu meinem Assistenten und er wird dich mit dem Besten ausrüsten, das die Alchemie hervorbringen kann. Aha. Okay. Na gut. Dann Na, dann gucken wir mal, was du so hast. Also, der Robert sagt, setz dir also wirklich den Bohrlochplan in die Tat um. Was ein großartiger Mann mit solchen Ambitionen. Natürlich müssen wir jetzt die tatsächliche Arbeit erledigen. Gut, du musst sie erledigen. Du Arsch. Hm. Dank deinem gesammelten Pulver konnte ich nach seiner Anleitung diesen Sprengstoff entwickeln. Er sollte dir dabei helfen, schnell zu graben. Okay. Okay, 64 TNT und 64 Redstone gab's. Juhu. Okay, das sieht aber gefährlich aus hier, oh, das ja. TNT. Mächtig prächtig, Tipje. Okay, und nun? Ballern wir uns Bedstone oder was? Naja, Sunday Funday, Tim Jay. Okay. Jetzt haben wir ein bisschen Spaß, nicht wahr? Muss ja auch mal sein, oder? Naja, klar. Dann gehen wir mal hier nach unten und machen hier ein Loch und ballern uns nach unten, oder? Ja, genau, ja. Genau so sieht's nämlich aus, Tim Jay. Wir können nämlich jetzt hier volle Granate nach unten rotzen. Ach so, wir brauchen aber noch Redstone Torches. Ja, ja, die habe ich schon, ja. Brauchen wir noch so ein bisschen Platz hier im Fall? Wollen wir das direkt schon hier? Wollen wir nicht so ein bisschen weiter weg, weil das dehnt sich dann schon auch Fall aus, weißt du? Das wird dann schon eine größere Geschichte. Ja, soll mir recht sein. Ach so. Okay, Sprengung! Okay. Okay, das war ja schon mal erfolgreich. Ja. So, ich... Oh, hast du eine Pickaxe? Warum? Dann kannst du hier mal... Das ist immer ein bisschen effektiver, wenn man das so ein bisschen... Ach so, genau. Du willst hier so... Einen auf effektiv machen, okay. Und hier nehmen auch nochmal bitte. Hä? Ja, sonst kann ich es ja nicht anzünden. Oh Gott, raus. Oh. Und. Kaputsch. Okay, wunderbar. Du darfst. Na, oh. Au. Ich musste mir kurz hier verzeihen. Das war keine Absicht. Mir Schipper in den Kopf gehauen, ey. Ja, das war keine Absicht. Hast du was gegessen? Ja. Das war aber extraordinär, muss ich sagen. Kotz. Ich habe gespuckt. Das habe ich gehört. Okay. Ich bleib mal hier oben und beobachte dich, Käse, ja? Ja, mach das doch heute mal, ja. Vielleicht lege ich hier mal ein bisschen mehr, ne? Ich meine, was soll's, oder? Haben wir denn genug? Ah jo, wir haben 64 Stück, oder? Das passt schon. Wir machen hier mal auch nicht Bums. Oh Gott. Kuba! Zurückgehen. Oh je. Ach ja, sieh mal an. Eisen. Feinstes Eisen. Juhu, Eisen. Ne, so ist doch Graben mal lecker, oder? Das ist doch mal ganz prächtig. So, gibst du mir, Huba. Ach so. Ich, was? Na, nix. Ich dachte vielleicht, mach mal so 3 tief oder so. Wir sprengen mal nicht in die Breite, wir sprengen mal in die Tiefe. Ach so, du willst 3 nach unten jetzt, meinst du? Oh. Okay. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir wieder rauskommen. Okay. Weg. Was? Du hast das Ding schon. Alter, ja, bist ja. Du verrückt. Ja, das geht ja jetzt ein bisschen. Das geht jetzt eher auf Tiefe, ne? Das geht ja nicht so in die Breite. Ach, crazy Tim. Ja, ich spreng schon. Platz da, weg da. Ist dir doch gar nichts passiert. Das war doch Zielsprengen. Du Irrer. Ah, also zum Glück bin ich nicht sprengen, Bobka, mit dir als
Arbeitskollege unterwegs, Hilfe. So, mit Dirt ist natürlich ein bisschen blöde jetzt hier, weil der wird hier so leicht weggesprengt, nicht wahr? Also ich sehe schon, du hast es voll im Griff. Ja, ja, ich habe nur keine Pickaxe. Ach so. Brauchen wir Kohle eigentlich nicht wirklich, gell? Nee. Okay, was will er denn? Wo will er denn hin? Nach unten. Ja, so reicht, ruhig, ja, ruhig noch eins tiefer. Okay. So. Dann lass uns doch hier wenigstens so... Warte schon, wir müssen uns ein bisschen ausleuchten, weil sonst haben wir hier überall Gesockse nachher. Weißt du? Ja, oder das fällt uns hinterher auf den Kopf. Ja, ja, ich grab uns hier schon mal ein bisschen so einen kleinen Steg raus und so. Denn den brauchen wir ohnehin. Ich sprenge, ja? Ja, ja, hau voll drauf. Ich bin sicher. Hoffe ich. Oh ja. Oh, das TNT hat's hochgejagt, Alter. Und es ist voll neben dir in die Luft gegangen. Ja, ich hab's gesehen. Merkwürdig. Da müssen wir noch ein bisschen... Das hätte eigentlich nicht passieren dürfen, Käse. Das hätte nicht passieren dürfen. So hätte es nicht... Sowas nicht geplant, ne? Nein, nein. Okay, ich mache hier mal so ein bisschen Leuchtebahn. Leuchte so ein bisschen rum. Und ich glaube, wir sollten das vielleicht einzäunen, dieses Loch hier. Warte mal, ich hau hier mal so einen Baum um. Oder habe ich vielleicht... Ja, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist irgendwie, dass uns ein Creeper ins Gehege kommt irgendwie. Ja, das kommt ja gelegentlich mal vor, nicht wahr? Und ja, okay. Gott, hoffentlich kommen wir damit überhaupt tief genug runter, ey. Doch, 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 klar. Ich habe noch 26, Alter, das passt schon. Ja, du bist doch schon voll tief, Mann. Das ist doch alles cool. Ah, du springst ohne mich. Ajo, wenn du uns einzäunst, anstatt dich ums Wesentliche zu kümmern, ich weiß ja gar nicht, was du da oben machst. Ja, ich will einen Zaun bauen, mein Gott. Ein Zaun? Ja. Komm doch einfach ins Loch und leuchte hier mal aus. Jetzt mal nur eine Tudle, Timsche, nur eine Tudle. Gut, Ding will Weile haben, es rennt uns ja nicht davon, oder? Oder hast du irgendwie schwere Sprengbedürfnisse, sodass es keinen Moment mehr warten darf? Naja, also Sprengen ist halt cooler als Zäune bauen einfach. Ja, das rettet uns. Ich hab Bock zu sprengen und du hast Lust, Zäune zu bauen. Ich hab keine Lust, Zäune zu bauen. Ich will nur einen Zaun bauen. Aus Erfahrung, Tim. Ach so. Aus Erfahrung. Ich verstehe. Aus meiner Erfahrung schätzen macht es durchaus Sinn, da einen kleinen Zaun zu bauen. Glaube er mir. Das war falsch. So, und ich hocke hier in dem Loch, ey, und komme nicht mehr raus. Meine Güte. So, jetzt, ja, ich hab's gleich. Du kannst ja auch dir, ach so, du hast keine Pickaxe, ne? Nee. Du hast keine Pickaxe. Wäre immer wieder gut. Ich muss mich händisch durchs Gestein graben hier. So. Ach, jetzt hier, oder? Oh, da ist schon der erste Creeper, sieh an. Er soll ruhig ins Loch kommen. Stimmt. Soll ruhig ins Loch kommen. Ach, Gesicht. Ach, oder? Ernsthaft? Oh, no. Bloß nicht. Was denn? Jetzt habe ich hier... Ich wollte eigentlich Stein setzen. Ich habe TNT gesetzt. Das ist natürlich blöde. Oh, Mann. Ach, jetzt doch nicht schon wieder noch einer hier. Was soll denn das? Hier im Loch ist total sicher. Ja, hier drumrum scharwenzeln die und warten nur auf mich. So, jetzt, du lieber Gott. Wie sieht's denn hier aus? Jetzt komm mal hier runter, ja. Käse. Wo ist denn hier nochmal? Ach so, hier war sogar... Na gut, okay. Okay, so. Und dann so. Eisen, ich sehe überall Eisen. Hier ist ordentlich Eisen. Alles voller Eisen. So. Eisen zum Verreisen. Ja. Geil. Reiseeisen. Super. Ich habe da eigentlich schon eine Treppe hochgebaut. Ja, aber nicht mit Anschluss an meine Treppe. Ach so. Deswegen, ich habe mich gerade gewundert, hä? Das passt ja gar nicht. Warum? So, ja, hab's gleich. Bin irgendwann bei dir unten. Okay.
Licht. Hast du noch Fackeln dabei, Käse? Ja, Fackeln habe ich noch, ja. Genügend. Das ist gut. Bei Fackeln sind wir genügend ausgerüstet, Timsche. Na dann. Jawa, so, okay. Ich habe alles im Blick. Ja. Ja, ich habe beste Aussicht auf deine Aktivitäten, oh Timsche. Beste Aussicht. Ja, ja. Und wir müssen natürlich auch gucken, weil das müssen ja dann in der Tat 5 auf 5, ne? Wenn es halt weniger ist, dann ist, ne? Dann quält es ihm. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, kacke. Oh, nicht gut. Oh. Alles gut? Ja, ja. Oh, okay. Alles wunderbar. Ich habe mich verlernt. 5 auf 5. 5 auf 5? Ja, 5 auf 5 muss es sein, ne? Ach so. Ja, ja. genau, ja. Deswegen, es braucht schon ein bisschen Breite. Und das braucht es eben auch 5 auf 5 mit Himmelskontakt sozusagen, ja. Oh Gott, um Himmels Willen. Meinst du, wir haben 5 auf 5 hier so einen Durchmesser? Das ist immer schwierig zu sagen. Im schlimmsten Fall muss man halt nachher, naja, im schlimmsten Fall eigentlich, ich würde mal sagen, man muss es halt immer nachher ein bisschen abchecken, ob das passt oder ob es nicht passt. Meistens passt es nicht. Oder ich würde mal sagen, es passt nie. Aber wenn wir das großflächig anlegen und gleich von Anfang an ein bisschen auf die Kacke hauen, dann klappt das schon. Soll ich ein bisschen auf die Kacke hauen? Ja, ja, ja. Okay. In großen Dimensionen denken und so, Tim. Think bigger than small. Genau, genau. Okay, also ich hau ein bisschen großflächiger auf die Kacke, ja? Ja, ich bin dabei. Na gut. Bist du bereit für großflächiges auf die Kacke gehaue Käse? Ja, ich bin total bereit, Tim. Ja. Ich bin super bereit. Okay. Oh, ich hau gerade großflächig auf die Kacke. Puff. Oh, ja. Nicht schlecht. Das war schon relativ großflächig auf die Kacke gehauen. Aha. Shawang hat's gemacht, oder? Shawang. Shawang? Hab ich mich verirrt. Oh, Musik. Ah, ich find's cool, dass sie den TNT-Bug irgendwie ein bisschen in den Griff gekriegt haben, irgendwie. Dass die nicht mehr so rumglitschen, nachdem sie explodiert sind. Ja, au. Das war ja ätzend, gell? Das war der letzte Scheiß. Das war ein Dreck. Aber wirklich. Also, weißt du noch, wie wir versucht haben, unsere Burg zu sprengen damals? Nicht unsere, ja, die vom Eukarius. Eukarius, die Krähe, die haben wir ohne Ende haben wir die gesprengt. Ja, 30 Mal, weil immer die Hälfte vom Dynamit irgendwie in der Landschaft rumgeheimert ist. Ja, das war wirklich ein Shit, war das, muss man echt mal sagen. Weil es ist ja auch eine ästhetische Angelegenheit, irgendwie so eine Sprengung, ne? Das hat in der Tat keine Freude gemacht, nein. Ja, ja, genau, ja, es muss ja dann schon auch hübsch aussehen, ne? So, warte, ich sprenge Käse. Warte. Sprengst du schon? Noch nicht ganz. Okay, ich mache hier gerade noch so kleinere Korrekturarbeiten. Oh, nicht gut, Hilfe. Warte. Sofort. Komm gleich, ich bin sofort bereit. Okay. Noch ein bisschen Licht, damit es auch schön hell ist. Und, oh. Okay. Können wir? Ja, wir können. Turret oder so. Macht man doch. Oh Gott. Puff. Okay. Ich hab's überlebt, Käse. Ja, sehr schön. Prächtig. Ja. Sieht gut aus da unten, ja? Ui. Wir sind schon ordentlich tief. Sieht fast so aus, gell? Ja, das sieht schon ganz gut aus da. Vielleicht finden wir gleich Diamanten. Diamanten oder Gold. Oder so. Oder Lava. Hoffentlich haben wir hier keinen Lavascheiß irgendwie. Ja gut, den hat man natürlich auch ganz gerne mal, ja. Aber muss das Feld Bedrock auch 5 auf 5 sein oder was? Oder brauchst du nur ein Feld Bedrock zu sein irgendwie, was man sieht? Nein, 5 auf 5 Bedrock. Bedrock mit Himmelskontakt. Aha. Und jetzt habe ich mich versammelt hier, jetzt weiß ich nicht mehr. Wo du warst? Wo du hin willst? Ich habe hier so Korrekturen hier an der Wand gemacht, das ist die einzige, die beiden Wände sind einigermaßen gerade runter, genau. Aber, naja, passt schon. Wird schon. Alles cool da unten? Ja. Du bist am Start? Ich bin super am Start. Okay, sehr ich glaub, schön. Ich gehe da hinten irgendwie in Deckung. Sprengmeister. Oh Gott. Oh, das war knapp, das war knapp. Sehr schön, aber sehr schön, doch. Gefällt mir gut. Sehr gute Arbeit, Timsche. Ja, meinst du? Ja, ich würde sagen, das ist gute Arbeit, doch. Okay, und das ohne Pickaxe, ne? Das musst du dir erstmal vorstellen. Ja, das muss dir erstmal eine nachmachen auch. Ich könnte das in der halben Zeit ansonsten. In der halben Zeit. Ach so, weil du deine Löcher mit der Hand gräbst? Ja.
Ja, ach so, das ist natürlich cool. Ich habe hier noch so eine Eisenpickel zusätzlich dabei. Ach so. Ich werf die mal runter. Ja, das ist ja so eins von den Löchern, aus denen man nicht mehr so schnell rauskommt, wenn man erstmal unten ist, weißt du? Ja, ja, das stimmt, ja. Warte mal, das ist ja gleich ein ganz anderes Gesprenge hier. Ich sorge hier mal ein bisschen für Himmelskontakt, ja. Also, ja. Beziehungsweise ich mache unsere Wände mal ein bisschen gerade. Das ist natürlich praktisch, dass ich jetzt hier mal wieder die spannenden Tätigkeiten mache. Das können wir doch hinterher noch machen, Käse. Ja, ich gucke dir auch immer schön zu. Ja? Sagst du das jetzt nicht auch nur? Nein, nein, ich gucke. Hallo. Hallo. Ach, tatsächlich, Juhu. Du guckst ja wirklich. Ich gucke. Ja, ich habe schon ein Auge auf dich, ja. Es kann ja sein, dass ich jetzt gleich sterbe, weißt du? Jetzt zum Beispiel. Oh, ja. Oh, da ist Redstone, oder? Sehe ich da bei Redstone? Aha. Oh ja, okay, dann sind wir ja schon prächtig weit unten. Ja, es sieht auch schon relativ tief aus. Ja, durchaus, hä?